Hallöchen da draußen, wir sind wieder mitten im Festivalsommer, diesmal beim Bergfunk Open Air 2016. Wir senden mitten aus der Wiege des Deutschen Rundfunks 2 Tage lang geniale Musik, also viel Spaß dabei. Jetzt sagen, ich bin super stolz auf das Festival. Das ist echt was Geiles, was die Stadt KW oder Stubenrauschverein auch hier auf die Beine stellt jedes Jahr. Für mich ist tatsächlich neu die zweite Bühne. Das finde ich sehr angenehm, dass das Bergfunk jetzt etwas wächst. Es ist trotzdem noch genauso kuschelig und freundschaftlich wie auch die letzten Jahre davor. It is about family in different sorts and ways, obviously, and a band can be a family. You're tied to one another, obviously, and you have good times and bad times. We don't really have the time to rehearse that much right now, but we're in the process of writing new songs, and that will require us to get together more often, and then, yeah, you get to know each other like a family. Montagmorgen lieg im Bett, Montagmorgen leck mich fett, Montagmorgen spiel ein Spiel vom verdorbenen Lebensstil. Is Hamburg the greatest place to stay on earth? We have no idea because we just know Hamburg. Or we can just say, yeah, St. Pauli, yeah, Hamburg is the best city on earth, on this planet. I don't know about the rest of the planets. But we give you the most terrifying cliche. Hamburg is the best country in the world. Don't let me fall. I gotta take it all over my own. Wir haben auch lange noch, auch nach den ersten Bands, eher so Tool, progressiv, rockmäßige Sachen gemacht. Aber dann auch mit Martin, mit dem Honiggitarristen, jetzt schon so ein Akustikprojekt angefangen, was dann irgendwann so die Priorität übernommen hat. Also es gab keinen, ich morgens aufwachen und wow, ich hasse Metal. Wir haben so Hardcore, so Biohazard-Zeugs am Anfang gemacht. Das sah am meisten Spaß aus damals und es war eine Sache, die man auch mit dem Können von damals einfach schon mal machen konnte. Also wir hätten ja gar nicht die Wahl gehabt, so Jazz zu machen. Selbst wenn wir es gewollt hätten, wäre das damals nicht drin gewesen. Bei mir auch heute noch nicht. Leute, ich bin ganz ruhig, auf die kleinsten Menschen wachsen. Hat guckt doch, sie ist weise und sie sagt es uns ganz leise. Bitte warte die paar Stunden, bis ich aufwache, um zu verkünden. Alles, was ich immer wollte, ist ein Platz und jetzt meine Beute. Hättet ihr euch denn neben der Musik irgendwie einen anderen Traumjob vorstellen können? Also gab es so als Kind irgendwas, ich wollte Feuerwehrmann schon immer werden, aber jetzt bin ich doch Musiker geworden und das ist geil so. Es ist ja nicht so, dass das aus Versehen passiert, dass man Musiker wird, sondern man entscheidet sich ja bewusst dafür. Und so, seit ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, mit 14 so, wollte ich halt einfach nur Musik machen. Ja. Also ich wollte garantiert, glaube ich, lange Zeit kein Musiker werden. Und ich weiß auch nicht, ob ich Musiker bin bis jetzt. Ich wollte gern Pro-Skater werden, mal eine ganze Zeit lang. Feuerwehrmann, Meeresbiologe, was man so alles werden will. Aber ich meine Musiker, ey mein Gott, ja, was machen wir hier? Ich wollte schon Musiker werden, also für mich ist, das fühlt sich gut an. Auch wenn die Umstände nicht immer einfach sind, aber es ist gut, ist schon richtig. Es ist der Wahnsinn. Also mach was, mach das Beste draus. Man lebt nur einmal, man lebt nur einmal, man lebt nur einmal, man wird nur einmal so geboren.
klatschen alle Festivals ab, die es gibt in Deutschland und Österreich und der Schweiz, haben wir uns vorgenommen und wir sind fast durch. Macht man da irgendwie ein spezielles Training, um die Festivals durchzuhalten? Immer morgens meditieren, jeden Tag mindestens 50 Klimmzüge. Und was man trainiert, ist lange Autofahrten. Also man trainiert, lange Auto zu fahren. Auf einer Arschbacke sitzen wir 600 Kilometer ab. Und was habt ihr so erlebt in diesem Jahr? In Bern waren wir beim Baskers Bern und da haben wir 3 Tage lang 11 Shows gespielt. Auf der Straße, das ist das Konzept, Straßenmusiker-Festival, und es war unfassbar geil. Ich meine, das war auch extra für Straßenmusiker gedachtes Fest. Nicht, dass es in der Schweiz nicht so wäre, dass irgendwann die Polizei kommt, wenn man mal zu laut ist. Aber es war von der Wertschätzung her total geil, die Leute. Die haben uns echt abgefeiert. Vor allem, ich glaube, eins der krassesten Erlebnisse war, dass so eine sehr, sehr alte Frau, also die war mindestens irgendwas so Mitte 70, 80, sich 2 Ohrboten-CDs gekauft hat. Süß. Die hat sie jetzt zu Hause stehen. We're gonna do a quick Q&A and everyone has to answer fast and we just go in a row, pretty much. Okay, okay. What's the last text you received on a smartphone? A dirty picture. Oh, nice. What is your weirdest sexual experience? Well, maybe when you have wife and children, it's difficult. In German, Männer 69. Yeah. Boy 69. Boy 69. What's your guilty pleasure? My guilty pleasure? Boy 69, yeah. What sexual experience would you like to have? Boy 69. But then you just have... We're not gay, we just love each other. Okay. It's all about love. Mr. Love said it, it's all about love. Alle sind heute verschüchtert, nur ich bin es nicht und das liegt an dir. Am Fenster fliegt eine Kuh vorbei, da kommt jede Hilfe zu spät. Ein Glas auf die Kuh und eins auf die See. Ich liebe die See und sie liebt mich auch. Wie sie nach mir brüllt. Ich hätte sie niemals verlassen wollen. Was ist es, was sie mir klar machen will? A signature sound of yours is coming from all the acoustic instruments. Before we met Victor Flowers, we just had 2 albums and he gave birth to the third one. He was also our producer. We're trying to murder everything now. Now we just murder stages. We have a different attitude. The question was kind of if we stay monogam on tour. Monogam? Monogamous? Yeah. Of course. I mean, we're sexy and stuff, but we're very selfish. We just, you know, we just do what we do on stage and then we just go to the hotel. So he speaks for his person. Yeah. He doesn't score at all, ever. Ever, ever. Da hilft kein Schlager und es hilft kein Gebettel. Ich mach euch mal, denn jetzt gibt's Battle! Was war so das Schönste in den 5 Jahren, flexibel? Die Platte. Ja, eindeutig. Nach 5 Jahren und plus einem Jahr, also 4 Jahre plus einem Jahr quasi, endlich eine CD in der Hand zu haben, wo man mal die Songs auch selber so hören kann und sie einfach nur spitzenmäßig findet. Ja, vielleicht ist dazu noch zu sagen, dass die Platte fast ein Jahr Arbeit gebraucht hat. Und wir alles selbst gemacht haben. Also wir haben bei uns im Proberaum alles aufgenommen, haben Zeit und Geld genutzt, um alles auf den Punkt zu kriegen. Und Blut. Also so an so eine Produktion ranzugehen oder neue Songs zu schreiben, ist immer ein komplett neuer Prozess. Also das verändert sich eh. Du bleibst ja auch nicht als Person gleich und wir bleiben auch als Gruppe nicht gleich. Und du hast natürlich neue Einflüsse, du hast auch andere Sachen, auch andere Richtungen, wo du hin möchtest oder andere Sachen, die du halt irgendwie mit reinbringen möchtest in die Musik. Was waren so die größten Herausforderungen jetzt beim Festival in diesem Jahr? Wir sind mittlerweile ganz gut geübt, aber wir haben uns so 1-2 Projekte eben dazugenommen, wie die 2. Bühne und wir haben so einen kleinen Konsum, wo wir ein paar Süßigkeiten verkaufen und das kam alles so ein bisschen dazu, zu der Organisation, aber es hat alles funktioniert. Es ist wichtig uns, dass wir auch unsere eigenen Herzenswünsche hier einbringen können. Alles wird angefragt und letztendlich feiern wir die Musiker halt selber total
total hart. So wie wir hier gerade mit geflochtenen Zöpfen sitzen, weil wir direkt vom Romano-Konzert in euer Interview gestolpert sind. Mit Metal-Kutte und allem. Komplett durchgeplant. Also wir sind schon wirklich auch bei der Bandauswahl mit Herz dabei. Nehmt ihr quasi aus den Erfahrungen hier irgendwas für euren anderen Job mit? Auf jeden Fall diese Offenheit zu Menschen, also gerade zu den Bands. Also ich betreue selber den Backstage mit Thea zusammen. Keine Panik, wir machen Sie gesund. Legen Sie sich hin, halten Sie den Mund fern. Für jeden Infekt das perfekte Rezept. Für jeden Empfang Präparat am Start. Keine Panik, wir biegen Sie schon gerade. Ich habe letztens jemanden reden hören, dass irgendein Psychologe in einem Interview gesagt hat, dass die Deutschen das traumatisierteste Volk der Welt werden und alle haben ein bisschen Probleme und herzlichen Glückwunsch. Wir versuchen es aufzubrechen, dieses beklemmte Gefühl. Ich fühle mich gar nicht so verklemmt. Ich mich schon. Geh mal auf Leute richtig offen zu, die du nicht kennst im Straßenverkehr oder in der U-Bahn oder so. Die Leute haben in einer Stadt wie Berlin leider Angst vor dir dann automatisch. Ich kenne es von kleineren Orten, wo es nicht so ist, wo du Leute einfach voll labern kannst. Da ist die Bühne ein richtig geiler Ort, wo man es einfach feiern kann. So, wir machen uns dann auf. Ich kenne die Leute nicht, aber du lachst jemanden an, der lacht zurück. Wir singen zusammen und alles ist geil. Als wir ankamen in Shenzhen, jetzt bei der letzten Tour, es war wie ein anderer Planet. Also, das war mein Eindruck. Die Städte sind so groß, man kommt sich selber so klein vor. Die Art und Weise, da aufs Leben zu blicken und auf Menschen so als Individuen, wie wir das hier im Westen kennen, ist halt auch eine ganz andere. Da gibt es halt eher das Kollektiv und das. Also ich war da sehr sensibel in der Zeit dafür und ich fand das atemberaubend. Hat mir auf jeden Fall eine ganz neue Perspektive gegeben. Is the nature more of an inspiration or Berlin as a big city? We come from playing a lot of traditional songs, traditional country and bluegrass songs, but we also really like writing our own songs. And the theme of nature is definitely always within what we do. And it's always sort of this romantic kind of vision of going out into the forest and going out into the mountains. And it's definitely a theme of our music, for sure. Aber was würdet ihr vielleicht so jungen Musikern mitgeben, die gerade anfangen, kreativ zu arbeiten? Was nehmt ihr so aus eurer Erfahrung mit? Wie kann man am besten vielleicht auch kreativ sein? Indem man alles, was man sich ausdenkt, erstmal nicht bewertet und so stehen lässt. In dem Moment, wo du es bewertest, egal ob du sagst, es ist gut, ist geil, ist schlecht, ist der kreative Prozess eigentlich schon unterbrochen. Und erstmal Sachen raushauen und auch wenn sie komisch sind, einfach machen. So und rauslassen und dann irgendwann sich mal angucken. Das sei jedem erzählt, der mit Musik sein Ding so machen will, macht dich darauf gefasst, dass es irgendwann so wie eine Firma sich anfühlt halt und ganz schön viel auch so mit Arbeiten zu tun hat. Ohrboten und Arbeiten sind sich auch in den Konsonanten gleich. Solange wir Musik machen können oder ich zumindest Musik machen kann und damit Geld verdiene, bin ich eigentlich happy. Und ob das jetzt auf großen Bühnen, kleinen Bühnen, Straße. Eigentlich wäre das geilste Ziel momentan, dass wir nur noch Straßenfestivals spielen und davon leben könnten. Das wäre geil. Füttert uns. Also ich glaube, ohne können wir auch mittlerweile gar nicht mehr. Was würden wir unser ganzes Jahr mit so viel Freizeit anfangen, wenn das Bergfunk nicht wäre? Nächstes Jahr haben wir wirklich 10 Jahre Bergfunk. Wird nochmal ordentlich gefeiert. Ab Oktober werden wir schon wieder in die Vorbereitung für 2017 starten und es wird grandios. Egal ob bei Sonne oder bei Regen, beim Bergfunk Open Air 2016 ist auf jeden Fall niemand trocken geblieben. Darum freue ich mich schon aufs nächste Jahr. Kommt doch einfach selbst hier vorbei und schaut euch diese und auch andere Sendungen nochmal auf YouTube an. Genießt jetzt weiter den Festivalsommer und bis zum nächsten Mal.